Ja, ich habe ein neues Spielzeug und zwar die Horizon X-Rage Special Ops. Schauen wir uns an, was diese kompakte Armbrust kann. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Berlin und schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, die Horizon X-Rage Special Ops Komplettpaket mit Zielfernrohr und Pfeilen, also Bolzen und allem drum und dran. Aber das Ding ist einfach extrem führig. Die taugt mir extrem, sie ist extrem leicht für diese Größe. Sie ist sicherlich nicht die stärkste Armbrust, das mag ich zugeben, aber sie ist extrem kompakt für die Kraft, die sie hat. Die Wurfarme sind relativ breit, das mag ich zugeben, also wenn du dir das anschaust, trotz alledem, es macht auf jeden Fall Spaß mit dem Ding zu schießen. Wir schauen uns jetzt die Vor- und Nachteile an und ich würde sagen, wir schießen noch ein bisschen, damit ich dir zeigen kann, worauf es bei dir ankommt. Der Spannvorgang ist klassisch wie bei herkömmlichen Armbrüsten. Also es ist jetzt keine Schnellspannarmbrust, so wie zum Beispiel ein Stinger oder eine Edda von EK. Ne? Das ist klar. Ja? Ganz normal aufzuspannen. All das ist natürlich dabei, also die Spannschnur und dieses ganze Teilchen hier. Und wenn du da jetzt reinschaust, siehst du also die ist einfach extrem bauchig aufgebaut, taugt mir total. Du siehst, ein Glas ist dabei, also für so kurze Distanz überhaupt kein Problem, wenn du weitere Distanzen schießen magst, was wir im Sommer mit dem Teil auch tun, also lass ein Abo hier auf dem Kanal da, das werden wir auf jeden Fall tun, ist auf jeden Fall ein anderes Glas sinnvoll, das muss ich schon dazu sagen. Das Absehen ist jetzt nicht so schlecht, das Ding lässt sich auch ganz gut einstellen, so wie man das von der Optik kennt. Ja, im Standardlieferumfang glaube ich ist dieser Griff nicht dabei, aber bei diesem Komplettpaket ist auch dieser Frontgriff dabei und der macht das Ganze schon meiner Meinung nach viel interessanter. Auch die Aftershock und Bolzen, die es gibt von Horizon, das ist jetzt, sind jetzt 20 Zoll und du siehst, die stehen ja relativ weit raus, also Broadheads, das werden wir dann nachher gleich machen, kann man auch montieren. Sicherung von beiden Seiten, ja, bedienbar und dann, und jetzt genau zuhören bitte, genau zuhören. Das Ding macht halt und das hört man auch. Also gibt auch einiges an Vibration weiter, also das merke ich. Also ich merke richtig einen Rückstoß, keinen unangenehmen, also auch für Frauen. Meine Frau hat auch schon damit geschossen, ist überhaupt kein Thema. Aber das merkt man halt. Aber es hat auch Wumms. Daher, ich meine in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist meines Wissens die Bogen- oder Armbrustjagd ohnehin verboten. Aber wenn man ins Ausland fährt, wo es erlaubt ist, ist das natürlich definitiv nicht das Ding der Wahl. Weil auf so einer Distanz ist ja das noch okay, ja. Aber den Bang, den hört man halt schon sehr. Und wenn der Pfeil, wie gesagt, wir werden das im Sommer alles machen, wenn der weiterfliegt, würde das Wild das hören. Also das ist sicher nicht unbedingt die erste Wahl, aber das ist zum Fun-Shooting, zum kurze Distanzschießen mit dieser Wangenauflage. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr gut gemacht. Taugt mir. Vom Spannen her, es ist schon eine gewisse Anstrengung da. Also meine Frau sagt immer, bitte, Schatzi, spann du das Ding für mich. Und das kann ich natürlich verstehen, aber es ist möglich. Ja? Es ist möglich, es ist jetzt nicht so hart, dass ich sage, es ist undenkbar. Ich habe da unten noch einen Gelatineblock, auf den wollen wir auch noch schießen, aber jetzt einmal. Ja, voll, voll in die Mitte. Urgenial. Also der erste ist komplett daneben gegangen, das war jetzt der letzte, genau drin und das war der zweite Schuss, also der war beim Intro einfach oder ganz schnell einfach nur angehalten ohne viel zielen. Das ist relativ, wirklich, es ist sehr genau, aber das ist die Zielscheibe, das ist das eine, aber ich habe da noch etwas anderes vorbereitet und zwar keine Gartenerde, sondern dieses wabbelige Ding hier. Es ist ja so, ich schieße auf irgendwelche Stahlplatten, Holzplatten, Eisklötze und da kriege ich immer das Feedback, das ist eh lustig, aber schieß einmal auf sowas Wappeldingmäßiges und das haben wir jetzt gemacht. Aus Rindergelatine wird das gemacht. Ich meine, ist gar nicht einmal so schlecht geworden. Manuela hat das gebaut. Ich bin positiv überrascht. Ich würde sagen, wir schießen mal mit diesen Broadheads von Steamboat. Das sind die Impact. Und ja, die sind, wenn sie drauf montiert sind, auf den Bolzen, auf den Schaft ganz unkompliziert. Wenn aber dann diese Spitze hier auftrifft, dann macht das ganze Teil hier auf und dann kommen da die Klingen hervor. Also, wow, ich sage einfach nur wow und mit denen wollen wir jetzt einmal schießen und ausprobieren, was da so los ist. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was da passiert. Ich habe leider nur eine Kamera, aber wir werden dann nachher hingehen. Ich bin so gespannt.
Getroffen habe ich. Ich habe es wappeln gesehen. Okay. Wow. Okay. Das Ding ist durchgefahren. Das ist einfach durchgefahren da. Schau mal her. Okay. Wow. Echt wow. Ich bin voll gespannt. Hey. Steckt aber noch drin. Okay. Ich habe ja keine große Erfahrung mit diesen Dingen hier, aber auf jeden Fall, das Ding ist einmal durchgefahren und hier sieht man die Schnitte, ja, von den Broadheads. Also das ist schon Halleluja, Halleluja. Aber es interessiert mich was. Es interessiert mich jetzt was. Ich will das Ganze mal mit der Stinger, mit der Steam Pro Stinger ausprobieren. Da heißt es immer wieder, nein, das ist ein geiles Spielzeug. Und da gibt es ja auch sowas Gemeines hier. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich alles bei mir im Shop. Und jetzt wollen wir mal die testen. Auf dieses Rinderschelatinen-Dings. Ja, wir schießen natürlich auf dieselbe Distanz, denn sonst wäre es irgendwie nicht fair. Aber so ist das halt. Bogenjagd übrigens ist im deutschsprachigen Raum verboten. Also bitte, auch wenn ich auf so einen Gelatine-Block schieße, bitte nicht auf Tiere oder irgendwelche Menschen damit schießen. Das ist nicht die Idee dahinter. So, ich nehme den grünen Laser, ja, der hier vorne montiert ist. Habe ich auch ein Video gemacht, aufs i-Klick, wenn dich das interessiert. Ah, zu niedrig. Treffer. Schauen wir es uns gleich an. Einen habe ich dann noch. Wie gesagt, mit dem grünen Laser geht das auch bei, ja, bei solchen Distanzen recht gut. Leider passt diese Universalbogenhalterung, die es dafür gibt. Ja, leider nicht. Ich hab mir schon angeschaut. Die passt da nirgends drauf. Das ist leider das Problem. Das heißt, Laser oder Lampe auf der Horizon zu montieren, das geht nicht. Aber jetzt schauen wir es uns an. Der erste Schuss war leider etwas zu niedrig, da muss ich dann nachher schauen, weil die sind recht gefährlich, da muss ich dann aufpassen, wenn der Schnee weg ist, werde ich dann auf die Suche gehen. Ja, aber so steckt das drin. So weit ist das Ding reingefahren. Lass es an. Uah, die Teufel. Schießen wir noch den zweiten, oder? So, selbe Distanz, ich bin gespannt. Eine Sache interessiert mich jetzt noch, und zwar, da gibt es diese, ich glaube Wrecking Balls heißt die, die gibt es auch bei mir im Shop von Cold Steel, wenn ich die da vorne drauf montiere, und zwar auf den Aftershock, und da mal drauf schieße, was sich dann tut auf die Distanz. Ich bin gespannt, das probieren wir aus. Okay, Feuer frei, probieren wir es aus. Hui. Okay. Das Ding hat so viel Power. Es ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Aber da hier dieser Eintritt, absolut irre. Wirklich irre. Das war jetzt das kurze Video. Ich habe dann gleich die Gelegenheit genutzt, wenn ich schon so einen Gelatine-Block habe, auch mit das Ding zu schießen. Aber es geht um dieses Ding hier. Die ist sehr leicht, sie ist kompakt, sie ist sehr führig, sie macht richtig Spaß. Du hast kein ein Recurve-System, kein Compound-System, das irgendwie schwieriger zu, ja, warten oder zu wechseln wäre, wenn du einen Sehnenwechsel hast. Eine Sache mag ich schon hinzufügen, da musst du unbedingt Silikonspray oder eben Schienenwachs aufbringen. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil das Ding hat schon einiges an Power oder tut sich schon einiges. Und man spürt auch beim Schießen die Vibration, also das ist schon ein mächtiges Teil. Sehr leicht, trotz alledem verbaut, also auch der Steigbügel, hier diese Ausnehmungen, ist halt schön auch, ne? Wenn es dir gefällt. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt unten den Link zu all den Produkten, die ich da hier gezeigt habe. Natürlich alles billige Eigenwerbung, das ist ganz klar. Schreib mal einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, wenn du es wieder magst. Ja,
genieß vielleicht doch das Panorama. Übrigens, wenn du Bogenschütze bist und Bogenschießen willst, ja, dann komm auf waldurlaub.at vorbei. Im Bushcraft Camp haben wir einen eigenen Bereich für unsere Bogenschützen, einen kleinen 3D-Schießplatz oder Parcours aufgebaut. Ja, und mit kleinen Armbrüsten darfst du auch schießen. Und natürlich, ja, bei unseren Plätzen, da gibt es auch Schießplätze, wo du deine Armbrust einschießen kannst. Das reine Rossmann-Camp ist dazu ideal geeignet. Auf waldurlaub.at schauen, wenn du magst. Abo da lassen, da geht es direkt in den Shop zu diesem Ding hier. Wie gesagt, Link zu Stinger und zu den Laser und Lampe und all den Dingen und Pfeilen. Gebe ich da auch ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, deine reine Rossmann. Bis bald und ciao.